Guten Morgen. Wir kaufen uns Chips bei Super Paper Mario. Und zwar. Man, warum werden die nicht preiswerter? Ist doch dumm. Naja, holen wir uns 10. Das ist vollkommen egal. Ich meine. Wartet doch immer ein paar preiswerter. Dann macht es auch viel mehr Sinn, mehr zu holen. Möchtest du das wirklich? Ist das korrekt? Bla bla bla. Für dich. Viel Spaß. Danke. Darf ich jetzt bitte gehen? Willst du mehr? Nein. Emi freut sich auf den nächsten Besuch. Ja, toll. Danke. Sorry, dass ich so negativ bin. Nur, manchmal. Oh, geil. Vergiss mich nicht. Oh, ich bin so schlecht in Memory. Villa Patrouille und Dessertinsel. Jo, spielen wir alles einmal. Aber wir haben nur 10. Ein Spiel kostet 10, willst du? Lerne, wie man spielt. Jo, gucken wir mal. Dreh mit A Kacheln um, um zwei mit dem gleichen Bild zu finden. Finde alle Paare, um die Runde zu gewinnen. Liegst du allerdings dreimal in einer Runde falsch, ist das Spiel vorbei. Jo, dann wollen wir mal. Ein Glücksspiel. Richte die Remote auf den Bildschirm. Das mache ich jetzt. Okay. Oh shit, das wird mir ein angezeigt. Das ist doch kein Glücksspiel. Das heißt... Die Wii macht Geräusche. Okay. Was war das jetzt? Warum wurde es einmal gezeigt? Ah, manchmal zeigt er das. Okay. Die beiden, die beiden, die beiden. Jo, ihr könnt hier mitmachen. Na, wie sie sich verändert haben. Oh, geil, ist lustig mit den Sachen, mit den versteckten Sachen, muss ich zugeben. Ist vollkommen egal, ihr tauscht euch immer, ihr tauscht immer die um, die sowieso zusammen sind. Egal. Ja, danke. Oh, da ist Tippi. Tippi-Tappi, Tippi-Tuppi, 6000 Punkti. Wie viele Runden muss ich wohl schaffen, damit ich Chips zurückbekomme, damit wir das nächste Spiel machen können? Wäre auf jeden Fall ganz fein. Die beiden und die, okay. Man muss sich ja immer nur ein paar merken. Es gibt eigentlich nur Punkte, ne? Naja, was soll's. Yay, da haben wir Meili da, Dingenskirchen. Doppelt. Ich hab keine Ahnung, es macht die ganze Zeit Geräusche und so, es ist schön. Es ist entspannend. Wenigstens funktioniert die. Die beiden, die beiden, die beiden. Okay, gucken wir mal. Haben wir Luigi. Haben wir Tippi. Haben wir Peach. Scheiße. Und hier unten. Das war jetzt Glück, weil ich habe darauf nicht geachtet. Ich hätte mal auf Bowser achten sollen. Wir haben 2 Punkte. Hätte ich mir vorher spoilern sollen, wie viel Highscore ich machen muss? Hätte ich mich nicht so angestrengt. Oh mein Gott, ich bräuchte jetzt jemanden. Die beiden, die beiden, die beiden. Wieder 50-50 Chance am Ende. Ich kann mir die letzten nie angucken. Ich bin nicht so schnell. Ich wäre bei Schlag den Raab oder sowas voll schlecht. Jetzt wird es mir doch ein bisschen zu viel Druck hier. Yay! Glück gehabt! Juhu! Diesmal gab es überhaupt keine extra Gegenstände. Finde ich nicht gut. Die beiden, die beiden. Den Rest habe ich vergessen. Das war jetzt fies, weil jetzt da hat sich wirklich was verändert. Da. Ah, scheiße. Dann muss ich zuerst den nehmen. Hallo. Verarsch mich noch, da ist jetzt Knickwitz drunter. Das heißt... Ah. Oh, da ist Knickwitz. Da ist Knickwitz. Die machen es echt hart, Chor. Ah, durch den Pilz kriegt man wieder eine Möglichkeit hier oben, denke ich mal. Die beiden, die beiden, die beiden. Okay. Ah, voll Konzentration. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Lalala. Luigi war, glaube ich, da oben. Dann Mario war da. Durchs Umtauschen. Yay, und ein Leben. Jo, Leute, das ist doch total interessant für euch.
Ich muss mich voll konzentrieren hier. Die beiden, die beiden, die beiden. Zum Glück sind das Bilder. Also ich war ja... Ah, shit. Ah, gleich wieder ein Leben. Haha, hat sich gelohnt. Ich spiele einfach nicht so gern Memory-Sachen. Also immer wenn irgendwo ein Spiel kommt, der sagt so, willst du nicht mal was merken müssen? Oh, nö, danke. Ich merke mir nicht so gerne Sachen. Also ich, nicht so, dass ich... Ich werde nicht gerne gezwungen, Sachen zu merken. Auch bei Brettspielen oder sowas. Oder Pokern oder was auch immer, merke ich mir nie, welche Sachen es jetzt schon gab und welche nicht. Muss ich zugeben. Oh, Knickwitz. Weiß ich nicht. Ich bin lieber in der Situation. Runde 10 schaffen wir noch, oder? Die beiden, die beiden, die beiden. Ja. Dreh mal bitte nichts um, du Bitch. So unfair, das sollte man bei während man mit hä? Warte. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Oh fuck. Okay. Da. Oh mein Gott. Das war knapp. Gleich haben wir verloren. Wie viele Punkte man mal bekommen kann? Millionen. Oh mein Gott, die beiden, die beiden. Nee, ich habe die meisten mir nicht gemerkt. Verdammt. Das ist unfair, gerade wenn man drücken möchte. Aber... Also ich darf immer drei daneben sein? Das ist natürlich hardcore, weil... Das ist ja auch dann Glückssache teilweise. Weil jetzt... Eigentlich schafft man es immer dann. Naja, okay. Hauptsache, wir kriegen unsere Spielsteine wieder zurück. Ich habe aber keine Lust mehr. Ich habe nicht aufgepasst, verdammt, ich habe nicht hingeguckt. Ich habe gerade über was anderes nachgedacht. Hier. Da. Nein. Egal. Hey, das ist unfair, aber ist vollkommen egal. Aber trotzdem, Kombo-Punkte wären natürlich toll, ne? Wenn ich dann mit Kindern oder sowas, mit Jüngeren gespielt habe, Memory, weil die sind ziemlich gut. Mir ist aber aufgefallen, dass Kinder oder überhaupt viele bei Memory total angegeben haben dann. Also so richtig, okay, jetzt spielen wir nämlich mal richtig Memory hier. Das habe ich immer gehasst. Also wenn ich dann gemerkt habe, dass einer so richtig, dass einer so ein Kind oder so richtig angegeben hat, so, ah, guck mal, ich hab noch einen. Dann habe ich nämlich nicht mehr zurückgehalten und hab ihn richtig abgezogen. Und, oh yeah. Ach nee, das ist nicht viel. Oder? Yay. Yeah. Wow, Gino und Marlo sind ziemlich gut. Hätte ich mal... Naja. Und dann, weil dann, um einfach mal zu zeigen, ja, du bist nicht so toll. Naja. Vielleicht bin ich ein Arsch, aber ich meine ja nur. Machen wir Villa-Patrouille. Das wird ein Part. Ziele auf die Buhus und vertreibe es mit A. Wartest so lange, kommen die Buhus nahe ran und du nimmst Schaden. Wirst du dreimal getroffen, kannst du dich von deinen Chips verabschieden. Das ist ja lustig. Ach ja, Minispiele bei Super Paper Mario. Ich hau alle tot. Das ist ja ein bisschen hier so ein... was stand da? Geil, ein Shooter-Spiel. Ich bin voll der geborene Shooter-Typ. Nicht wirklich, ich bin total schlecht. Was ich mochte, war Frisbee-Spielen bei Wii Sports Resort, glaube ich, war das. Aber dann, als ich später nochmal gemacht habe, war ich voll schlecht, aber eigentlich kann ich Frisbee. Ach so, oh, Dauerschuss. Okay. Toad gibt einem Dauerschuss. Warum auch nicht? Finde ich gut.
Weil, warum auch nicht? Stell dir vor, so ein Toad ist dann zu Hause und liebt Waffen. Und hat dann in seinem, das ist Runde 1 noch, in seiner, so überall Poster von, ja, was gibt es? Hier gibt es nur Peach. Von irgendeinem Mädel, so ein Star, so Aktfotos. Na, ich meine, so Playboy, oder nicht Playboy, sondern Playtoads. Oh mein Gott, man kann den Toad töten. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Oh mein Gott, man kann Toad erschießen. Und dann hat er so Waffen. Und findet es total geil und geht in seiner Freizeit. Was arbeiten Toads eigentlich? Ja, sie arbeiten viel. Man geht in seiner Freizeit los und jagt oder so. Aber was jagen die? Die haben keine Tiere. Bam, 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 bam. Wir sind erst Runde 2, wir sind erst Runde 2 und da war ein komischer, kranker, Buhu. Bam. Warum, das habe ich bei Freaky angedeutet. Warum? Yay, los, los geht's, kommt. Yay. Geister. Was, von was sind Buhus Geister? Es gibt ja in dem Spielen Fischgeister und es gibt diese Geister und es gibt die Riesengeister und alles andere sind nur Skelette. Aber wer wird ein Geist? Es gibt Shy Guy Geister auch noch. Aber ich frag mich, jo, wie oft man das spielen soll. Da wird schon kein Bock mehr. Hoffentlich braucht man die Gegenstände nicht, aber ich denke mal nicht. Ist nicht Dragon Quest hier. Yeah, los geht's. Ding, 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 ding. Mehr, 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 mehr. Hoha. Das ist, wie sind zum Beispiel Koopas, wie werden die zu Para-Koopas da? Nicht Para. Doch, die heißen, glaube ich, so, ne? So, Knochentrocken heißen die, genau. Nicht Para-Koopas. Para-Koopas sind ja die fliegen. Macht ja auch Sinn bei Para. Idiot. So, die Knochentrocken. Sind die irgendwie von irgendwelchen dunklen Mächten wiederbelebt worden? Oder? Verstehe ich nicht. Naja. Die ganze Welt ist seltsam. Und keiner dort fragt es. Und warum sind die. Oh mein Gott, was habt ihr vor? Was sind das für welche? Wenn ich brauche ja auch 50.000 oder so. Das dauert einfach sehr lange. Wir machen jetzt einfach in dem alle drei Minispiele und alles ist gut. Sieht sehr seltsam aus. Ich weiß, es soll an Luigi's Mansion, was ich noch nicht gespielt habe und ich habe es nur noch nicht angeguckt. Ich war kurz davor, mir ein Let's Play anzugucken. Nur ich will das selbst mal spielen. Mano. Finde ich total lustig. Oh, ein Stern. Was bringt das? Was bringt der Stern? Punkte? Sag mir, was der Stern bringt, Toad! Und was machen sie mit dem Toad, wenn sie den entführt haben? Was wollen Buhus mit einem Toad? Seine Seele fressen? Warum sind Toads eigentlich immer nur Opfer? Oh, das will ich beim nächsten Rollenspiel. Ein Toad, der mitkommt und mit dir kämpft. Das wäre doch mal cool. Also einer mit so ein bisschen, also ein bisschen was Besonderem. Mit Namen und Charakter und alles. Wie kann man das noch nennen, außer Charakter? Tiefe. Also Tiefe. Und der mitkommt und mitkämpft. Das wäre doch mal geil. Weil irgendwie sind Toads immer nur Opfer. Bam, bam, bam. Wie Twilight-Fans. Bam, bam, bam. Macht aber Spaß. Ist aber relativ einfach, weil die relativ lahmarschig sind. Selbst in der vierten Runde. Aber ich habe auch jetzt 20.000. Excellent. You are a great dancer. Super. Ah, okay. Musste ich
gerade sagen. Ah, jetzt geht's los, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Ah, fuck, jetzt ging's aber ab. Ah, vorbei. Da hätte ich mal eine... Wie heißt es? Ja, gleiche Abrechnung, würde ich mal sagen. Damn it. Mann, da, ihr habt aber Babs und... Gino hat echt kein Hobby. Außer hier spielen in der Arcade. So, was soll ich sagen? Weiß ich nicht. Dessert Island. Na, wie geht das? Neige die Remote, um herabfallende Gegner auszuweichen. Schnapp dir die Dessert. Reichst du eine bestimmte Anzahl Dessert, schließt du die Runde erfolgreich ab. Nimmst du dagegen 3 Mal Schaden, ist das Spiel vorbei. Okay, probieren wir es mal aus. Wir haben jetzt 51. Wir kaufen uns also, wir holen uns nichts. Oh mein fucking Gott. Jo, das wird ein Spaß. Da. Yay, oh mein Gott. Das ist lustig. Hihi. Nein, nicht geschafft. Da aber. Oh, so viele Punkte. Das ist auch wieder. Einfach ein Spiel, damit einfach ganz viele Punkte hinmachen und schon hat man's. Wenn man viele Punkte anzeigt, hat man automatisch das Gefühl, man hat was geschafft. Oh, Stern. Lustig. Okay, das macht Spaß. Auch wenn es seltsam ist. Eine Runde. Achso, da unten steht, wie viel und nicht machen, was ich einsammeln muss, um zu gewinnen. 5 Desserts. Jo, das wird, denke ich mal, einfach nur schwer, weil es unfair wird nach und nach. Das erinnere ich mich an ein enges Spiel, so ein Game & Watch Spiel. Ein bisschen. Ja, ist ja gut. Ja, ich hab's verstanden. Oh, ein Arsch habe ich aufgefangen. Und noch eins. Wedding Peach. Combo. Nein, den Peach kriege ich nicht. Aber den und den. Das war lecker. Das war irgendwie ein Eisbecher. Juhu. Ja, das wird was. Wir haben noch nicht mal 10.000. Ah, Leute. Na, wie viel habt ihr denn geschafft bei dem Spiel, wenn ihr es schon mal gespielt habt? Und los geht's. Kann ich einfach alles einsammeln, in Anführungszeichen. Das war knapp. Ja, am Ende noch eins. Das ging schnell. Manchmal ist es fair. Nur, wie gesagt, so Punkte sammeln macht Spaß, aber ich bin zum Beispiel einer, der auch bei Tetris andere, mein Vater hat das so ewig gespielt, immer weiter und ich hatte nie den Ansporn. Ich habe immer nur gedacht so, ja, ich spiele, bis es mir plötzlich keinen Spaß mehr macht. Und das war dann halt, wenn es zu schnell wurde und ich, das ist ein bisschen wie bei Three-Match-Games. Wenn man, oder überhaupt bei ganz vielen. Wenn man Spaß hat beim Spielen und auch ein bisschen weiterkommt und sowas, ist es gut. Wenn aber ein Spiel dann dich nervt und eigentlich nur noch, und dann zum Beispiel keinen Sinn. Wie soll man das sagen? Wow. Einige Sachen kann ich doch gar nicht bekommen, ihr Arschlöcher. Nein, das wollte ich haben. Nimm ich halt wieder ein Peach. Und dann bei Three Matches ist es so, wenn es ewig dauert, einen zu finden, dann macht es auch mir keinen Spaß mehr. Bei Tetris war es dann auch so. Am Anfang noch so, ach, wo tue ich denn hin? Ach, lustig. Und später musste man perfekt hin und her legen. Deshalb, die späteren Level haben mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Das sind diese Leute, auch die in Japan, die ganz schnell diese Musikspiele machen können. Finde ich super geil, nur das ist einfach Übungssache, durchgehend. Und ich denke mir einfach mal so, boah, muss nicht sein. Das ging schnell. 20.000 will ich schon haben. Einfach um den Einsatz auch wieder reinzubekommen. Wie viel man spielen muss, um den Einsatz da reinzubekommen, dann ist es doch besser, wenn man Münzen sammelt, was irgendwie nicht geht. Doch, man kann die alten Kapitel, glaube ich, nochmal machen, ne? Und, fast. Yes, und, yay, ach, ich liebe das. Yay, ach, schön. Dann kann man Münzen sammeln und vielleicht bringt das mehr. Obwohl, es ist ziemlich teuer.
verstehe. Dann spielt man auch lieber. Aber man braucht ja eh nichts, außer diese Karte vielleicht, wenn man Perfektionist ist. Aber ich glaube, bei dem Spiel mache ich nicht 100%. Also hier die Stärke ausbauen oder so muss nicht unbedingt sein. Juhu, bang, 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 das ist lustig. Ah, schade. Wir haben ja schon 25.000, vielleicht schaffen wir es ja. Wir haben nämlich schon 5 Leben. Yay, die Leben können hier aufgestockt werden. Genial. Es wird eine Überlänge-Folge. Einfach nur mit Minispielen, ohne alles andere. Und rumgerede, wo ich nicht wirklich reden kann, weil ich mich konzentrieren muss. Und ihr guckt. Ich habe immer noch schlechtes Gewissen. Ich bin nur überlegen, ob ich hier... mal gucken. Wenn ich es ein bisschen komplizierter mache, könnte ich eventuell jetzt sogar hinbekommen. Wow. Die Wii mit etwas besserer Qualität. Etwas besser. Nicht viel besserer, aber mit etwas besserer Qualität aufzunehmen. Aber es ist um einiges mehr Arbeit. Ich gucke mal, ob ich das hinbekomme. Aber vielleicht mache ich Mario auch einfach als so der Qualität weiter. Ich will, dass man das ganze Bild sieht. Aber vielleicht ändere ich es nochmal, weil wenn ich die volle Qualität mache, wie jetzt, also dann RGB-Qualität, nicht wirklich, RGB geht ja gar nicht, aber ist egal, gibt es halt so ein bisschen verwaschene Texturen und so, das ist ärgerlich, aber, aber man sieht alles und die Farben sind ein bisschen besser. Ich könnte mal gucken, ob ich es schaffe. Das ist zum Beispiel bei Calling nicht so wichtig. Calling könnte ich vielleicht anders aufnehmen. Da sind die Farben nicht so wichtig. Wetten, das wird... Ach so. Ja, ich dachte, ich werde einfach so getroffen. Nein. So. Nein, wie wäre es, wenn ich... Ich treffe gar nichts. Auch gut. Weil bei Zelda. Genau, andere, die gerade Zelda spielen, deshalb werde ich Zelda ja nicht spielen. Wow. Also nicht Let's Playen, weil ich habe gesehen, so viele haben... Oh, das hätte ich gerne, ich war zu doof. So viele spielen Zelda jetzt mit so richtig geilen HD-Aufnahmegerät. Oh, das ist geil. Und ganz ehrlich, dann würde ich es auch, hätte ich das, aber das ist mir zu teuer. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Computer es schafft. Weil die Qualität ist wirklich gut. Ich denke mal, ich werde einfach weniger Wii-Spiele spielen. Dann spiele ich die halt für mich, was für Worts. Weniger Let's Plays, ich weiß, das ist ärgerlich. Aber was... Ich... Ach man, das ist halt ärgerlich. Ah, schade drum, meine ich. Ah, muss immer drauf achten. Wie das wohl Blinde spielen? Gar nicht, Arschloch. Ich sehe gerne. Tut mir voll leid, mal für Blinde. Ich mag ja Blinde nicht, die dann sagen, ja, dafür kann ich besser riechen und besser fühlen und so. Ich weiß nicht, warum Leute so sich da dann so, weiß ich nicht, sowas sagen. Es ist, weiß ich nicht. Oh nein, der Stern! Oh Mann, oh. Ich denke mir dann immer, warum kann man nicht einfach so stehen? Dass man, also auch manchmal, dass man Scheiße hat, dass man sagt, ach, nee, ich hätte gern mehr Geld, auch nee, ich würde gern sehen und so. Das ist nicht, dass man Selbstmitleid abdriftet, aber halt, man muss ja aber auch nicht so tun, als ob es alles toll wäre. Leute, die nämlich zum Beispiel eine Behinderung haben, ob es nun was Schlimmes ist, wie zum Beispiel ein Bein weg oder so, oder nicht so schlimm ist, wie zum Beispiel einen dritten Nippel oder so, wow, dann hasse ich das immer, wenn sie so tun, als ob das total cool wäre und oh, ich komme damit klar, ich weiß, dass es nichts Schlimmes, wo ich immer denke, ja, aber das ist doch Schwachsinn. Du hast keine Beine mehr, das ist eine Behinderung im Leben. Du musst uns jetzt nicht irgendwie was vorspielen, nur damit, weiß ich nicht. Ach, wer kennt dir sowas ja? Man selbst macht das ja vielleicht auch manchmal, nur ich denke mir immer so, wie gesagt, solange es nicht ins Selbstmitleid abdriftet, ist das doch, kann man doch auch mal sagen, ja, nö, ich leide darunter. Ist manchmal richtig scheiße, dass ich nicht laufen kann wie alle anderen oder irgend sowas. Oder bei mir, ich habe auch einige Behinderungen in Anführungszeichen, jetzt nichts so Schlimmes, dass man sagen sollte, oh du, aber auch Behinderung fürs Leben, sagen wir mal so. Das andere haben das nicht. Und, weiß nicht, ich sage dann einfach, ja, ich finde das scheiße, ich stehe dazu. Kann man nicht ändern. Oder
mit sehr viel Geld könnte man es schon ändern. Aber da kann man, glaube ich, alles machen. Naja, vielleicht, nee, wenn du keine Beine mehr hast, dann wird schwer. Ach, das war dumm. Ich wollte rüber. Aber ihr wisst, was, glaube ich, was ich meine. Ah, nein, jetzt wird's schwer, jetzt wird's schwer. Und ich wollte gern noch, ein paar Punkte wollte ich noch. Für, den nächsten, zweiten Platz wenigstens. Yay, yay, yay. Ich will mal einen Stern. Was bringt ein Stern? Stern, Stern, Stern. Stern, Stern, Stern. Stern, 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 Stern. Stern, 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 Stern. Stern, Stern. Es kommt kein Stern. Fuck! Aber wenigstens bin ich über 50.000. Naja. Oh, wie traurig. Also, wie bekomme ich? 50, genau. Yay, Gino! Ah, das war's. Wir haben Gino besiegt. Und wir haben 91 Chips. Und man kann bis zu 1000, man kann 9099 bekommen. Was für niemals passieren wird. Etwas längerer Part. Das waren nur die Minispiele und Rumgelaber, Dummes. Nächstes Mal geht's weiter mit dem richtigen Mario. Und bis dahin alles Gute und nicht spielen. Das macht süchtig. Wenn, dann spielt aus Spaß an einer Konsole, aber nicht wirklich im Casino ums Geld. Legt's lieber an oder investiert irgendwo oder so. Denkt ein bisschen nach. Ansonsten, oder sagt euch, ich nehme 50 Euro oder sowas, geh hin, aber nicht mehr. Da müsst ihr stark sein. Wenn ihr meint, ihr seid nicht so stark, dann lasst es. Guter Rat von Gate. Ciao.